Hallo und hallo, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Wildlands zusammen mit Sir Lance. Hallöchen. Blacky alias Blood alias Black. Hallo. Mikey. Hallo. Alias Lemon, genau. Und der komischen Blue Jenny, die ein Heli geschrottet hat. Hä? Ich will das Geld hier aufsammeln, was hier ist. Und ich bin nicht komisch. Jage Schweine. Kommt her. Aussteigend, mein Wagen. Danke. So, jetzt habe ich falsch umgeskillt. Toll, wo hast du die Punkte her? Die habe ich noch nicht eingesetzt. Wenn du mich so überfährst, ja, dann. Hä, wo seid denn ihr? Ach, da. Ist da was? Ey! Oh, und da sind alle drinnen. Bist du über Schwein gefahren? Ja. Du Schweine. Dahin würde ich jetzt sagen. Okay, fahr. Beziehungsweise erstmal die geheimen Akten. Ja, erst die geheimen Akten, dann beiden Sachen Leutnant und Kingslayer Akten und dann kann man immer noch den Mörser-Einsatz machen. Okay. Ist alles dann da. Was ist los? Falsch umgefahren. Ach so. Ich bin gerade am überlegen, ist es da ein besserer Wagen? Nein. Ein Navi-China-Ware, wa? Und wir haben übrigens gemerkt, Jenny hat die falsche Abmoderation gemacht. Hust! Ja, aber das macht ja nicht so viel aus. Also wenn es jemand ausmacht, dann... Mir. Schäm dich. Ja. Du hast selber nicht drauf aufgepasst, also mach mich nicht dafür verantwortlich! Vor allem, ich habe auch noch gesagt, du musst... Ja. Tobi, was das ist, muss. Bitte? Das muss gar nichts. Genau. Nö. Du bist genau. Deko. Nein, Lemon ist schuld. Ach, ja, so. Stimmt. Mike ist immer schuld. Mike ist an allem schuld. Welthunger, Mike ist schuld. Klimaerwärmung, Mike ist schuld. Ja gut, Welthunger stimmt, ich esse viel. Klimawandel, naja, zu viele Gasausscheidungen. Oh, hallo. Oh, hattet man auch schon noch einen Geländewagen? Er ist gerade an uns vorbeigefahren. Nein, das war kein Geländewagen. Es war ein Wagen mit vier Rädern. Haben wir auch gerade. Heli. Nein. Da bin ich anderer Meinung jetzt. Abkürzung, oder? Ja, ich wollte den Heli haben. Und was ist mit dem Geländefahrzeug? Welchen Heli? Ach du Scheiße, alles klar. Da sind Gegner, oder? Ja. Bleib mal, ich hab ne Idee, hört mal auf. Verfickte Scheiße! Abschuss bestätigt. Oh, schön. Ich flieg. Kein Thema, ich hab gesnipert. Gesnipert? Nein, Mike, ich. Ja, lass dir mal die. Ich fliege. Ah, mein Arsch. Dein Ernst, Mike? Was? Du hast dein Ernst? Ja, ich wollte auch sein Glück mal versuchen. Ich hab keinen Bock, noch einen vierten zu suchen. Ja, die sind mit Blatt am Meer. Ja, Geheimakten hier. Lemon, lass mich und Blatt runter. Tobi, du gehst wieder hoch auf dem Heli, oder wie? Lass uns runter. Ja. Hilfe. Leg dich hin. Ich bin schon down. Wie schießt man? Mit dem gar nicht, du hast kein Ding dran. Vorsicht. Wohin, Tobi? Eventuell so, dass ich auf wen sehen könnte. Spottest du mit der Drohne? Ja. Mach ich. Ja, macht's einfach zu zweit, das ist so viel Drama, ist es nicht. Ja, Mike hat sich weggedreht. Also Mike, wenn du genau da drüber bist, kann ich weder spotten noch schießen. Ich werde sehen, ja. Hilfe. Gerade sagen, die haben irgendwas gespottet, aber das war der Leutnant will weg. Ist nicht so cool. Ich höre mir Death für den Arsch. Dann lande irgendwo und lass mich gleich fliegen. Ja, hab gelandet. Ich bin neben dir. Nein, fuck! Los. Ja, ich hab den Leutnant leider nicht erwischt.
können wir uns erstmal dann um die Leute, die hier sind. Ja, Mike, wird's vom Heli aus? Nee, nee, geht schon. Am besten nicht auf mich schießen, das irritiert gerade dermaßen. Hat gerade. Wusste gerade nicht, wer auf mich schießt und aus welcher Richtung. Ich bin ein Gebüsch, mich sieht man nicht. Ja, das ist aber ernsthaft so hier. Wenn du dich irgendwo hinlegst oder sowas, sehen nicht die Gegner weniger. Ich bin unten im Haus, unten clear. Ich move nach oben. Zivilist. Ich hol die Daten. Mach das, hast du glaube ich noch gar nicht gemacht. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Okay. Der eine Typ ist also ein Unidad-Stützpunkt. Komm, wir gehen in den Heli rein. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ist das nächste hier die beiden, da wo das Grüne ist, mit dem Mörser-Einsatz. Okay. Ja, ich kann es so irgendwie nicht markieren. Beitreten. Auf zum Mörser. Dann können wir wenigstens. Achtung, unter die Kabel. Pass auf. Ja, ich weiß nicht. Ja, vorher ist nichts passiert und jetzt bin ich mir da nicht mehr sicher. Vor uns der Leutnant. Wenn du die Maschine gerade hältst, könnte ich ihn nehmen. Ja, nee, wir dürfen ihn nicht töten, oder? Nee. Na ja, gut, dann hat das keinen Sinn. Praktisch müsstest du das Auto so stark abgießen. Ich hätte gleich in den Kopf geschossen, den Leutnant. Ja, ah, ja, okay. Wir nicht. Da kriegt man ja keine Informationen mehr aus ihm raus. Okay, lass uns wieder hier ab. Lass uns ab. Ja. Es wird sowieso erst gestartet, wenn wir da oben sind, ne? Ach, müssten wir alle dort sein? Erstens das und zweitens müssen wir dann so ein Funkding aktivieren, deswegen. Deswegen kann man sich da erstmal schön verteilen und in Position gehen. Ja, wen soll ich wo irgendwo auf den Hügel oder so bringen? Blatt, kommst du wieder mit mir? Ja, wenn du die Informationen da gleich eingesammelt hast. Oder Mike, du? Warte mal. Ah, der stand jetzt im Haus. Folge mit dir. Ja, Mike, dann komm du mit hoch. Ich hole mir noch eben die Informationen, dann mache ich mich hoch nach Jenny. Ja. Wo sollten wir denn am besten hin? Der stellt jetzt da links den Schuppen da. Legt euch oben mal irgendwo auf eine Klippe oder so. Die Information muss ich jeder selber holen. Ja. Ah, okay. Ja, dann holen wir es gleich. Bitte denkt dran. Okay. So, Mike, steig aus. Ja, dann muss ja die Information eigentlich auch holen. Mist. Ja, machen wir gleich. Dann. Ich hab's auch noch nicht geholt. So, Blatt. Moment. Ach, du bist hier? Gut. Ich bin schon da. Seid ihr oben auf der Klippe? Warte, Mike ist in Position, ich noch nicht. Boah, es ist friemelig teilweise. Ich will hier auf dem Dach landen. Dann darfst du hier gleich hier den Wagen betätigen, wenn die alle fertig sind. Mhm. Und dann auch am besten irgendwo verschanzen. Mach ich. So, ich bin in Position. Mike, okay. Du auch? Ja, ja. 3, 2, 1, Start. Ich gehe hier ins Haus. Von wo kommen die denn? Oder von überall, mehr oder weniger? Von überall. Alter. Ihr seht es auf der Minikarte aufblitzen. Ja, aber irgendwie gerade nicht. Erste Auto kommt, Jenny. Erster down. Einen habe ich. Wow. Achso, das ist einer von uns. Ihr seid jetzt genau close. Unter dir war jemand und hinter mir kommt auch noch. Ja, ich muss mich mal eben hinlegen. Ich kann hier nicht raus. Den teilen. Okay, Scharfschützen ist doch ein bisschen sehr schwer hier. Aua. Fuck. Boah, das war knapp. Bei dir oben ist ein Scharfschütze, ja? Wo? Ganz rechts von dir. Ja, ich kann da gerade nicht hin. Ich werde von ihnen. Ich bin dabei.
Könnt ihr den spotten, den Scharfschützen? Weil ich hab. Ja, hockt hier drin. Ja, okay, sehr erledigt. Ah. Auto kommt. Hab ich jetzt Scheiße. Wirklich. Scheiße. Komm ich irgendwie wieder aufs Dach? Hilfe? Okay, ich habe jetzt auch theoretisch einen Heli geschrottet. Botschaft gesendet. Jetzt werden die Rebellen des Santa Blanca zeigen. Jetzt haben wir den Mörser freigeschaltet. Okay. Kommt man irgendwie aufs Dach? Geschön. Bitteschön. Weiß ich nicht. Weil sonst haben wir kein Heli mehr. Ernsthaft? Ja, ich bin runtergesprungen aus Versehen. Ja, ich hol den mal. Ich kann da oben auf dem Berg und dann Fallschirm aktivieren, dann hol ich ihn mal. Okay? Warte mal, Einführung, Rebellenunterstützung. Ich lese es mal ganz kurz vor. Halte Tab zum Öffnen der Befehlsrad und wählen Sie eine Unterstützungsfähigkeit mit. Drücken Sie dann linke Maustaste, um sie einzusetzen. Je nach Unterstützungsfähigkeiten ermöglichen den Rebellen, Hammerdeutsch, ihrer unterschiedlichen Unterstützungsweisen. Unterstützungsfähigkeiten können wieder eingesetzt werden, wenn der Cooldown beendet ist. Lautlos? Hast du gerade jemanden kalt gemacht oder was? Nö. Abzug? Wenn du Tab drückst, dann ist da alles. Ja, wie wählt man denn was anderes aus? Wenn man mit dem Mausrad Tab gedrückt hat, Mausrad und dann linke Maustaste. Ich kann jetzt auch zum Beispiel Hilfe rufen. Also nein, ich komme von hier aus. Ich kann nicht springen und auf dem Dach landen. Verdammt. Gut, wir müssen uns ein anderes Fahrzeug besorgen. Ja, bei dem Fertigkeitspunkt steht auch ein Heli. Ist ja nicht weit. Okay, ich muss mir erstmal die Daten da holen. Genau, ich auch. Oh nein! Hey, neben dir, neben dir, neben dir! Wolltest du mich gerade teabaggen? Nein. Scheiße, das wird morgen früh wehtun. So, jetzt mache ich die Information einsammeln, oder nicht? Ja. Camaradas, hermanos, meine Cocaderos. Ja. Ich sehe in euren Gesichtern die Narben, die die Männer Santa Blancas in diesem Land hinterlassen. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Musst du denn so rüpelhaft da rausschmeißen? Verbrennen Häuser und töten unsere Kinder. Eine Spur der Asche und des Blutes. Der Kofferraum. Kollege, liegt doch noch da drin. Hoffentlich stehst du gut. Das durch die Venen von Tupac Katari, den großen Aymara-Führer, floss, der die spanischen Conquistadores vor 300 Jahren besiegt hat. Ich hab Chewbacca verstanden. Wir sind hungrig. Wir sind einsam. Aber das Blut fließt noch immer durch unsere Venen. Wir sind Gott, das Leben wird echt nicht leicht. Wollen wir den Typen vor uns holen? Mientras que respiremos, seremos libres. Er wird wegfahren, das ist das Problem an den Dinger, an den Viechern. Und kein Kartell kann uns das. Oh, er reift zerschossen, der fährt jetzt nicht mehr. Doch, der fährt noch. Ja. Da wo wir jetzt hin wollen mit dem Fähigkeitspunkt, müssen wir gleich ein bisschen kämpfen. Okay. Nee, das Stützpunkt. Heißt, am besten nicht nah genug, nicht nah dran fahren. Stopp, halt an, halt an. Genau. Halt bitte an, halt bitte an. Halt bitte an! Alter, wie oft muss ich noch sagen? What the fuck, Mann? Wer kommt mit? Erstmal bewege ich mich kein Stück. Heute, da ist noch einer da drin. Das macht drei. Heute soll man mich Bakkatari nennen. Und ich leite eine Spur
uns, die Rebellen, zum Sieg zu führen. Ein paar Mal schon markiert. Sniper ist weg. Oben beim Heli sind auf jeden Fall zwei. Drei. Kannst du mit Q irgendwie spotten? Damit ich es aussehe? Danke. Also die letzten beiden sehe ich leider bei mir nicht. Ich finde das komisch, dass Jenny nicht sieht, welche Leute markiert sind. Es ist Jenny, sie hat immer irgendwelche Bugs. Das stimmt allerdings. Man sollte mich als Bughunter einsetzen, ohne Witz. Ah, das wird jetzt übel. Aua, 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 aua. Also wo ich bin, ist alles gut. Ja, die Unidad-Protolie ist gekommen. Watch. Hab ihn. Präsenz enemiga encontrada. Manténganse fijos para las coordenadas. Ich sehe leider niemanden mehr. Nummer 4 sehe ich noch. Aber ich krieg den halt nicht. A-Uniform passt. Meines. Kriegst du es dahin? Kriegst du die markierte Nummer 4? Ja. Nee. Erledigt. Ich hab es. Aber definitiv meins. Ne MSR. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Es gibt bessere. Nein. Was denn? Waffen, die du findest, darfst du nicht behalten. Hä, hey, aber weiß. Die habe ich doch behalten. Die eine, die ich jetzt hab. Ja, welche? Die behältst du quasi, bis du reconnectest, so gesehen. Genau. Okay. Wir sind bei 18 Minuten. 17, Entschuldigung. Aber die MSR findest du auch noch. PSR. Nee, MSR, doch. MSR, die findest du noch. Im späteren Spielverlauf. Deswegen, ich tröste dich. Oh, okay. Also, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Cheerio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.